Ja, dann versuche ich diesen Vortrag auch auf Deutsch zu halten. Das sollte eigentlich klappen, die Folien sind auf Englisch. Und Motivation war eigentlich, dass ich innerhalb der letzten 3 Wochen zweimal endliche Körper gebraucht habe und etwas erschrocken war, weil das beides irgendwie total die Informatikprobleme waren und ich mich aber nicht mehr daran erinnern konnte, dass ich das in der Uni gelernt hatte. Also vielleicht habe ich das in der Uni gelernt und hätte es behalten sollen. Vielleicht wurde es mir aber auch nie erzählt. Das ließ sich nicht mehr rekonstruieren. Also ich habe festgestellt, dass man das in Mathe lernt in der Uni Braunschweig. Aber ich habe halt Informatik studiert und es kann sein, dass ich das tatsächlich niemals gelernt habe. Und jedenfalls, da ich es nicht mehr wusste und es mir nützlich erschien, dachte ich, ich erzähle einfach etwas darüber. Also ich weiß, dass ich das niemals gelernt habe. Das ist gut. Das ist ein Hinweis Das ist ein vielleicht. Hinweis, ja, in der Tat. Ja, also Englisch Feels ist das gleiche wie das deutsche Körper. Typische Beispiele für Körper, die die meisten Menschen wahrscheinlich hier kennen, sowas wie rationale Zahlen oder reelle Zahlen oder komplexe Zahlen. Man kann damit rechnen und es fühlt sich alles so ganz normal an. Es gibt ein paar Axiome, wenn man all diese Dinge erfüllt, dann ist etwas ein Körper. Also man hat eine Grundmenge von Elementen, die ist besser als eine echte Menge, sonst weiß ich nicht so genau, was eigentlich passiert. Ja, sie sind assoziativ in Plus, also man kann erst B plus C und also A plus das Ergebnis von B plus C oder erst A plus B rechnen und danach plus C, das ist egal. Dasselbe gilt für den Mal-Operator auch. Also es gibt zwei Operatoren, so Plus und Mal. Ja, das ist völlig wichtig. Ja, oder eine Menge, genau, von Zeug. Elemente dieser Menge habe ich gerade mit A und B beliebig bezeichnet. Ja, es ist kommutativ in Plus und in Mal. Es gibt eine Identität für Plus, die bezeichnet man normalerweise mit 0. Wenn man 0 irgendwo dazu addiert, dann ist es wie vorher. Und es gibt eine Identität für Mal, die bezeichnet man mit 1. Wenn man das irgendwo dran multipliziert, ist es wie vorher. Das sieht jetzt alles völlig trivial aus. Das liegt aber daran, dass man sich halt an den Zahlenbegriff und Körper so gewöhnt hat, weil es die Alltagsarithmetik unter anderem auch mit Körpern stattfindet. 0 und 1 sind verschieden, sagt Wikipedia. Das schließt so super triviale Körper aus, die nur ein Element haben. Und es gibt Inverse für die meisten Sachen. Also es gibt ein Inverses von Plus. Das bezeichnet man normalerweise als Inverse von a mit minus a. Das ist halt auch, wie man das alles gewohnt ist. Wenn man a plus minus a rechnet, das ist halt hinterher 0. Das ist toll an einem Inversen. Und für fast alle Elemente, also jedenfalls für alle, die nicht 0 sind, gibt es auch ein Inverses der Multiplikation. Das heißt, wenn man mal a genommen hat und a war nicht 0, dann kann man danach durch a wieder teilen und es kommt dann wieder 1 raus. Und es gibt ein Distributivgesetz für Multiplikation. Das seht ihr da auch. Das ist auch genauso, wie man erwarten würde. Abgeschlossen muss es noch sein. Ist schon ganz wichtig. Du würdest sagen, die Operatoren. Naja, wenn die Operatoren wenn alle Funktionen von der Menge in die Menge sind. Wenn du Unterkörper bildest. Ja, aber es ist nur von Unterkörper. Also Körper an sich ist abgeschlossen, da ist die Menge halt. Wenn die Operatoren von der Menge in die Menge abbilden, geht es ja nicht anders. Ja, aber ja. Die Operation, wenn du eine Untermenge bildest, ist die Operation immer noch definiert, auch dann, wenn das Ziel im Oberkörper liegt. Also nicht mehr in der Untermenge, sondern in der Gesamtmenge. Also dann ist es aber kein. Ja, also die Frage, also die Diskussion ist gerade, ob quasi die Zielmenge der Operation explizit nochmal in die Menge zeigen muss oder ob das implizit schon gegeben ist. Richtig verstanden, oder? Also das ist korrekt. Ja. Ja, es gibt auch endliche Körper. Zum Beispiel das, was ich ja immer als Z2 kennengelernt habe, aber Wikipedia hat mir gesagt, ich kann es auch Galois, also GF2, Galois-Field 2 nennen. Das ist einfach, man nimmt die ganzen Zahlen und rechnet immer schön modulo 2. Es sind nicht so besonders viele Elemente drin, aber 2, nämlich 0 und 1. Die meisten, die irgendwie was mit Informatik zu tun haben, kennen bestimmt die Ergebnisse der Operatoren, also ich meine 0 plus 0 ist halt immer noch 0, 0 plus 1 ist 1 und 1 plus 1 ist dann wieder 0 und Multiplikation, ja, wie angegeben. Ich glaube, den haben alle mal irgendwann gesehen. Man kann das mit jeder Primzahl machen, zum Beispiel ja, mit P. Das funktioniert halt, weil man hat ja die Menge mit den Elementen von 0 bis P minus 1 als Grundmenge und man rechnet oder man definiert die Plus-Operation so, dass man das ganz normale Plus aus zum Beispiel den ganzen Zahlen eben nimmt. Oder hier habe ich die reellen Zahlen als Index genommen, das funktioniert natürlich genauso gut, wenn ich vorher ganze Zahlen reinstecke. Und danach rechnet man Modulo-Operation mit dieser Primzahl und landet dadurch immer wieder in dieser Menge. Und beim Mal macht man es einfach auch so. Und es stellt sich raus, da kommt ein Körper raus. Das heißt, man kann damit ganz normal rechnen. So, jetzt ist es so, oft hat man nicht ein Bit in der Hand, sondern ein Byte. Das heißt, es wäre super praktisch, man hätte sowas wie Z256.
Damit könnte man ziemlich schön rechnen. Das Problem ist, 256 ist nicht prim. Das macht dann in der Körperkonstruktion auch hässliche Sachen. Wenn man zum Beispiel 16 mal 16 rechnen würde, hätte man 256, Modulo 256 ist aber 0. Und dann müsste im Prinzip, wenn ich das in multiplikative Inverse von 16 suche, geht das alles schief. Dann habe ich zum Beispiel 0 mal 16 und minus 1, müsste einerseits 0 sein, aber andererseits auch irgendwie 16 aus der Zeile darüber. Und das passt alles nicht zusammen. Und das liegt halt daran, dass 256 keine Primzahl ist und dass man so keinen Körper bauen kann. Aber man kann andere endliche Körper mit 256, was heißt andere, man kann endliche Körper mit 256 Elementen bauen, man muss es aber anders anstellen. Man kann, wenn man einen Primzahl hat und eine Potenz dieser Primzahl, dann kann man einen endlichen Körper so basteln, dass man sich als Grundmenge alle Polynome des Grades kleiner n über den endlichen Körper ZP nimmt. Ich mache auch gleich ein Beispiel. Und man macht auch eine Modulo-Operation, aber halt nicht Modulo einer Zahl, sondern Modulo irgendeines irreduziblen Polynoms mit genau dem Grad n. Es wird im Beispiel vielleicht etwas offensichtlicher. Wikipedia sagt außerdem, alle endlichen Körper sind isomorph. Das heißt, im Prinzip kommt es auf das konkrete Polynom nicht an. Allerdings ist quasi das Mapping in diese Körper rein und raus sehr wohl davon abhängig, das kann man dann nochmal sehen. Aber die Struktur aller gleich großendlichen Körper ist vollständig isomorph, bloß halt die Elemente heißen, naja, ist immer die Frage, wie dolle Elemente mit ihren Namen verknüpft sind, aber jedenfalls ist es nicht trivial, dann um in jedem Fall zu erkennen, quasi welches die gleichen Elemente sind, wenn man die mit unterschiedlichen Polynomen generiert. So, ein ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen den Körper GF 3 hoch 2. 3 ist ein Primzahl und 3 hoch 2 ist ein Potenz dieser Primzahl. Das sollte im Prinzip funktionieren. Ein irreduzibles Polynom ist zum Beispiel x² plus 1. Ich meine, das habe ich sogar aus dem Internet. Das sollte also wirklich irreduzibel sein. Wie rechnet man jetzt da drin? Der einfachste Fall ist vielleicht... Das wäre, glaube ich, ein irrational. Mit den komplexen Zahlen wäre es doch wieder irreduzibel. Aber ja, aber das haben wir nicht. Wir sind ja quasi als... Als Koeffizienten kommen diesen Polynom ja nur Dinge aus Z3 vor, sprich 0, 1 oder 2. Ja, Addition. Achso, ja, ein Polynom ist halt so ein Dings, das habe ich hier immer mit Klammern und brav Plus immer drin notiert. Und einer Variablen x, die ist aber im Prinzip relativ bedeutungslos. Man kann das auch als Tupel auffassen, wenn man möchte, bloß die Rechnungen ergeben sich ein bisschen natürlicher für das, was man so gewohnt ist, wenn man es so mit x aufschreibt. Ja, wenn man zwei Polynome addiert, zum Beispiel x plus 1 plus 2x plus 0, dann passiert das im Prinzip komponentenweise in den Koeffizienten, genauso wie man eben das normalerweise rechnen würde. Sprich, wir müssen 1 plus 2 rechnen. Oh, ich dachte, ich hätte überall explizit das Modulo notiert, aber da offenbar nicht. Also man muss natürlich 1 plus 2 rechnen, aber in diesem Z3-Körper, sprich, wir müssen danach noch ein Modulo 3 durchführen. Und bei dem anderen ist es eben 1 plus 0, da kommt dann auch wirklich direkt 1 raus. So, und 1 plus 2 ist eben 3 und 3 modulo 3 ist wieder 0. Das heißt, unser Ergebnis ist 0x plus 1 oder auch genannt 1. Multiplikation funktioniert ja auch wie man es gewohnt ist, elementweise Multiplikation. Das heißt, wir haben im Prinzip erstmal, wenn wir zum Beispiel x plus 1 mal x plus 1 rechnen, erstmal x² plus 2x plus 1. Das ist noch genau wie man es alles gewohnt ist, aber danach müssen wir halt modulo rechnen. Mit dem irreduziblen Polynom. Ich weiß nicht, Polynomdivision haben die meisten wahrscheinlich irgendwann mal gehabt im Studium oder müssen es noch haben. Aber die Idee in diesem Fall ist recht simpel. Die Frage ist quasi, wie oft kriegen wir x² plus 1 ganzzahlig da abgezogen? Das ist, wenn man den obersten Koeffizienten anguckt, ziemlich klar, nämlich einmal. Das können wir dann wegsubstrahieren, dann bleibt 2x über. Ich sehe nur wenige verwirrte Gesichter, ich glaube, ich kann weitermachen. Ein etwas komplizierteres Beispiel habe ich mal da unten versucht auszurechnen. Wenn wir x plus 1 mal 2x plus 1 rechnen, dann kommt quasi als Ergebnis erstmal nur der Außenmultiplikation 2x² plus 3x plus 1 raus. Erstens müssen wir in dieses Modulo aus dem Z3 quasi auflösen und außerdem müssen wir noch das irreduzible Polynom am Ende rausmodulon, wie ist denn das Wert? Na, keine Ahnung. Sprich, wir müssen 2x² plus 1 modulo x² plus 1
Da kann man sich wieder überlegen, wie oft kann man x² plus 1 da ganz zahlig von abziehen. Im Zweifelsfall wohl zweimal. Das habe ich da einmal explizit aufgeschrieben. Also 2x² plus 1 minus 2x² plus 2, das ist eben das Doppelte davon. Kann man sich angucken, kommt minus 1 raus, ist im Körper Z3 das gleiche wie 2. Sprich, das Ergebnis in dem Fall wäre 2. Ja, und dann kann man diesen wunderhübschen Körper nehmen. Galois-Körper 2 hoch 8. Er hat die wunderschöne Eigenschaft, er hat 256 Elemente. So viele wie verschiedene Werte in einem Byte drin sein können. Außerdem können wir, also das sind ja Polynome, wo die höchste Potenz x hoch 7 ist. Da würde sich, achso, und jeder Koeffizient kann entweder 0 oder 1 sein, weil es jetzt 2 hoch 8 ist. Da kann man die Polynome einfach direkt als Bitfeld repräsentieren. Also das heißt, das Polynom 1 wäre einfach das Bitfeld, wo das 1er Bit gesetzt ist. Also das unterste, und das Polynom x wäre eben das 2er Bit gesetzt und so weiter. Sprich, wir haben ein relativ direktes Mapping zwischen Arbitrary Byte Values und Polynomen. Ja, hier zum Beispiel, also 0 ist halt immer noch 0, aber das Polynom x hoch 4 plus 3 wäre zum Beispiel hexadezimal 0x13. Plus 3 gibt's gar nicht. Du hast ja nur binäre Koeffizienten. Oh, das ist gar nicht gut. Ich habe hier so einen Tech-Fall. Also, 0x1 plus 3 wäre, glaube ich, x4 plus x plus 1. Jo. Wow. So ist es. Vielen Dank. Ja, die Plus-Operation ist ja im Prinzip koeffizientenweises Addieren. Und dann wieder Modulo 2. Sprich, 1 plus 1 ist wieder 0. Und 0 plus 1 ist 1. 1 plus 0 ist 1. Und 0 plus 0 ist 0. Diese Operation gibt es sowieso schon. Das ist binäres XOR. Das heißt, wenn wir zwei Polynome addieren, dann ist es einfach genau das gleiche, als ob wir die Bitfelder einfach mit XOR verknüpfen. Achso, und minus A ist das gleiche wie A. Weil sich einfach aus den Koeffizienten jeweils minus 1 schon gleich wieder 1 ist. Kannst du die drüben mal bitten, dass sie etwas leiser sind? Okay. Ja, und A mal B ist etwas komplizierter. Mein Fokus ist irgendwie verschwunden. Wahrscheinlich, weil ich gerade meinen Tech-File geändert habe. So. Also im Prinzip funktioniert es genau, wie ich das gerade schon erzählt habe, bloß halt, dass die Zahlen ein bisschen größer sind. A mal B ist eben ganz normales Rechnen mit Polynomen im R im Prinzip, danach Rückprojektion in den Z2-Körper und danach Modulo mit dem irreduziblen Polynom. Sprich, man macht erst eine Polynommultiplikation und danach eine Polynomdivision durch R und hat dann irgendeinen Rest über. Das kann man so programmieren, das funktioniert auch, aber es ist nicht besonders schnell und es ist auch nicht besonders wenig Code. Es gibt einen schönen Trick, und zwar haben endliche Körper Elemente, die die Eigenschaft haben, dass, also die heißen Generatoren, die hier immer als G bezeichnet, die Eigenschaft haben, dass wenn man sie oft genug potenziert, sie überall mal vorbeikommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es mindestens immer einen und manchmal gibt es auch mehrere. Wie man die findet, habe ich nicht so genau verstanden. Das scheint irgendwie etwas komplexer zu sein und auch sehr von dem Körper abzuhängen. Das hat den Laser überlassen. Ja, ist ein Exercise. Jedenfalls haben sie die Eigenschaft, dass ich für jedes Element, was eben nicht das Null-Element ist, irgendeine natürliche Zahl finden kann, sodass ich, wenn ich g oft genug, also g hoch n nehme, dann habe ich genau dieses Element raus. Und dann kann man im Prinzip mit Logarithmen rechnen, und anstatt dass ich a mal b mit echten Multiplikationen ausrechne, überlege ich mir, dass a eigentlich das gleiche ist wie g hoch log zur Basis g von a, und b ist das gleiche wie g hoch log zur Basis g von b. Und wenn ich wenn ich so Potenzen multipliziere, dann kann ich das stattdessen als Addition in Exponenten machen. Und natürlich habe ich keine Lust, log g und das ganze Zeug auszurechnen. Das kann ich aber, weil mein Körper relativ klein ist, einmal machen. Wenn ich ein Generatorelement habe, rechne ich einfach g hoch 1, g hoch 2, g hoch 3, g hoch 4 und schreibe mir ein großes Array. Und kann halt nachher g hoch a und den Logarithmus einfach, indem ich in dem Index suche, in dem Array suche, aus diesem Array machen. Sprich, oder das kann ich ja auch nochmal materialisieren, habe ich quasi zweimal eine O von 1 Operation. Und dadurch wird meine Multiplikation zu im Wesentlichen einem Zero-Check, um zu gucken, ob ich gerade mit 0 multipliziere, einem Lookup für den
Logarithmus, eine Addition, das ist also die Addition da oben im Exponenten, eine Moduloperation, weil g hoch 256 dasselbe ist wie g hoch 1. Ich hoffe, das ist jetzt richtig und das kann auch bei 1 sein, aber ich glaube, so ist es. Ja, und danach ein Lookup, um die Exponentiation durchzuführen. Zwei Beispiele, also für Plus und für Mal. Zum Beispiel der Körper, der in AES Verwendung findet. Da ist das irreduzible Polynom x hoch 8, das war angegeben, x hoch 8 plus x hoch 4 plus x hoch 3 plus x plus 1. Ein möglicher Generator ist 3. Die Addition, wenn ich zum Beispiel 0x15 plus 0x5, der binäre Xor ist trivial auszurechnen, kommt eben 0x10 raus. Und Multiplikation, da muss ich jetzt Folgendes tun. Ich habe 0x15 in meiner Lookup-Table nachgeguckt, wie oft muss ich 3 potenzieren, damit ich auf genau diese Zahl komme. 141 Mal. 5 ist 3 hoch 2. Danach kann ich die beiden Exponenten addieren. Dann habe ich 3 hoch 143. Und dann muss ich nachgucken, was es ist. Das ist 65 oder ich setze mal 0x1. Das heißt, ich habe zwei Operatoren, die mir Bytes auf andere oder Bytepaare auf neue Bytes abbilden mit schönen arithmetischen Eigenschaften. Das ist eigentlich der Gewinn, den man aus dieser Konstruktion hat. Also vorher hat man halt das Problem, wenn man naiv einfach mit Modularithmetik auf diesen Bytes versucht, irgendwie Multiplikation oder so zu definieren, dass man halt keinen Körper hat und deshalb dauernd Informationsverluste effektiv. Aber jetzt, wenn man das so benutzt, haben halt die Bytes viel schönere arithmetische Eigenschaften. Zum Beispiel kann man damit Fehlerkorrektur-Codes machen. Das wird im allgemeinen Fall Rick-Solomon-Codes benutzt. Also ich habe es gebraucht, weil ich QR-Codes implementiert habe. Das ist halt, die Fehlerkorrektur wird halt so gemacht, dass man das ist noch ein bisschen schlimmer, da steckt sie, benutzen sie diesen Körper wieder als Koeffizienten von Polynomen und rechnen in diesem Polynom dann wieder Polynomdivisionen aus mit so einem Error, mit so einem definierten Generatorpolynom quasi, um aus einer langen Liste von Bytes, die einfach als Koeffizienten aufgefasst werden, das heißt, ich nehme meine ganze Nachricht und tue so, als ob es ein riesiges, langes Polynom ist und teile das halt durch irgend so ein im Standardgesetzespolynom und kriege dann irgendwie ein Restpolynom raus und das ist quasi meine Checksumme. Oder es wird auch zum Beispiel benutzt in dem Mixed-Column-Step von AES. Da wird ein 16-Byte großer State durch eine Matrix geschickt, im Prinzip mit einer ganz normalen Matrix-Multiplikation, und wenn man sich das Ding anguckt, ist es im Prinzip so eine Art maffine Abbildung irgendwie, die auch reversibel ist. Und da wird halt einfach direkt mit Skalaren in dem 2 hoch 8 Körper gerechnet. Unpraktischerweise benutzen die verschiedene, also AES und QR und die Reed-Solomon-Codes aus QR-Codes benutzen unterschiedliche irreduzible Polynome R. Das hat den Effekt, dass die Logarithmentabellen, die man braucht, nicht die gleichen sind. Weshalb man sie, also man muss sie halt getrennt berechnen und getrennt behandeln und so weiter. Und da kommt genau der Effekt zum Tragen, dass eben das Byte, was weiß ich, 0x15, zwar in beiden Körpern ein gültiges Element ist, aber nicht in beiden Körpern, also das Byte 0x15 ist nicht in beiden Körpern zueinander isomorph, sondern das Element 0x15 im einen Körper ist isomorph zu irgendeinem ganz anderen Element in einem anderen Körper, abhängig von diesem irreduziblen Polynom. Die beiden Körper sind gleich und haben die gleiche Struktur, ich müsste nur alle Elemente auf die richtige Weise umbenennen. Aber diese richtige Weise ist eben nicht Identität. Und ansonsten, also Wikipedia ist dazu gar nicht schlecht, aber hätte ich diese Anwendung nicht gehabt, hätte ich niemals gewusst, dass es diese Konstruktion überhaupt gibt. Deshalb dachte ich, vielleicht ist das ganz gut, ich erzähle darüber etwas. Ja? Wird auch in CRCs benutzt. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen als in der Server. Okay, ja. Eine Anmerkung, ja? Ich kann dich beruhigen, wenn man aktuell im Bachelor der Informatik der TU Braunschweig studiert, lernt man das alles, was du uns gerade erzählt hast, in der wunderschönen Wahlpflichtveranstaltung Algebra für Informatiker. Cool. Und die Grundlagen soll heißen Körper, endliche Körper, und ich meine auch Körper aufgrund von Primzahlen. Das sind, glaube ich, sogar diskrete Mathematik. Ja, so ZP habe ich auch gelernt. Also die ganz normalen ganze Zahlen, Modulo Primzahl, die habe ich auch gelernt, aber die Polynomkonstruktion dann nicht mehr. Okay. Wenn man dann noch das Richtige will, lernt man auch noch, dass man das auch für RSA benutzen kann übrigens. Ja. Dass das die mathematische Grundlage für RSA ist und dass das eigentlich wunderschön ist und das
sehr, sehr, sehr schön zu implementieren ist und nicht die Galore fehlt. Nee, das ist nicht RSA. Das war nicht RSA. Das wäre das Richtige gewesen. Kommunikationsfähigkeit ist von Adi. Ja, ja wie die Vorlesung heißt. Adi? Also RSA basiert auf Primzahlen, aber nicht auf Restklassen. Ich glaube, ich kann Malta fahren, was er da hat. Ich bin mir nicht sicher. Der wird natürlich dann nach. Ja, ja. Kozlowski Krypto hat es auch gemacht, aber das gibt es nicht mehr. Ja, deswegen. Was? Das gibt es nicht mehr? Ja. Oh. Ist ja gar keine Krypto mehr. Also, doch, außer den Nebensatz. Das Krypto-Praktikum, bei dem ich mir die Lösung von einem gewissen Jan Lübbe auf GitHub hätte runterladen können oder so? Was du sicher nicht gemacht hast, niemals nicht. oder von irgendwem anders, den ich kannte, dass es nicht Jan war. ja, gibt es nicht mehr, aber es gibt ein neues Institut für Software-Sicherheit, die werden sicher Spaß und sowas haben. Ja, der Arne arbeitet da. Der ist gar nicht da, ne? Der neue. Entschuldigung. Der ehemalige ist okay, nein. Achso. Der für Stuttmann kommt. Ah. Ja, bald bin ich. Sorry, Tico News. Gibt's noch Fragen? Ich meine, es müsste von der Folie Geo 0 heißen. Ansonsten hätte ich noch etwas, was keinen eigenen Vortrag verdient, aber total nützlich ist. War der auch bei Mann drin. Just show it already. Ja. ich habe letztens das Problem gehabt, dass ich eine riesige Softwarebasis programmieren soll. Und da sind Dinge geschehen, aber Dinge sind vor vielen Jahren geschehen. Und ich komme an einem Identifier vorbei, der heißt, keine Ahnung, Weird Thing. Und die Frage ist, wie finde ich heraus, wer das angefasst hat und vor allem warum? Ja, das Problem, also ich habe ein Tree von Files, die ist sehr, 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 sehr groß. Und es gibt da drin kein Weird Thing mehr. Oder es gibt es noch einmal in einer API-Spezifikation, der sagt, lade das. Aber es erklärt nicht, warum es das gab. Wer hat das angefasst? Warum haben sie das angefasst? Ich möchte gerne wissen, was ist damit passiert? Und vielleicht sogar wer hat das gemacht? Also Gitlog kennt ihr sicherlich. Gitlog-G durchsucht. Grabt die Diffs, ja. Grabt quasi nach diesem String in allen Diffs, die passiert sind, und gibt dann die jeweiligen Commits aus, und dann kann man sich halt dann irgendwie angucken. Grab-IG macht das ganze Case-Insensitive. Wenn man das tut auf dieser Codebasis, dann kriegt man sehr, 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 sehr viele Hits, und die heißen Reformatted Migrations, Modified Test Cases to New Standard Code oder Reindenting oder Fixed Code Formatting. Das ist so halb nützlich, will sagen gar nicht. Und dann habe ich gelernt, dass es Pass-Specs gibt in Git. Und zwar, hier sagt man, okay, ich möchte dieses Diff-Matching machen auf allen Dingen in diesem Verzeichnis. Das ist auch noch relativ normal. Und dann kann man weitere Pass-Specs angeben. Insbesondere gibt es Pass-Specs, die mit Doppelpunkt anfangen. Die sind extra magisch. Danach kann man Operatoren angeben, wie zum Beispiel exclude. Und dann kann man sowas sagen wie creation nicht. Und die kann man so chainen. Und dann kann man sowas machen. Und dann bekommt man nur noch die Commits, die einen Diff haben, der zu diesem String passt. Und dessen File, der gedifft ist, nicht irgendwie bla migrate heißt oder bla test bla. Und das wusste ich nicht. Das steht auch nur irgendwo in der Namepage von Git Glossary an einer Stelle, dass es Fastbacks gibt. Und ich dachte vielleicht, ja, wenn man das nicht weiß, findet man das nicht so leicht. Und das ist irgendwie nützlich. Kannst du das irgendwie in den Gist kippen oder so? Ja, es gibt hier die Namepage. Du musst einfach nur Git Glossary Fastbacks. Einfach. Oh, whatever, wenn du auch einfach. Ja, okay. Einfach den Source grab.